Mann, im Spiegel, sei mir ganz recht herzlich. Guten Tag, ich bin ein bisschen sinnlos in der Gegend rumgelaufen, hab überall geschaut, wo könnten wir Fische geben. Und dann ist mir eingefallen, Alter, beim König, Anglertrophäe, hier, da ist sie. Und die sacken wir uns jetzt mal ein, Freunde. Ich bin ja ziemlich sinnlos durch die Gegend gelaufen, aber ja nun. Sieht aus wie der berühmte eine Fisch, den man nicht gefangen hat. Ja. Yeah. Okay, wer erinnert sich bei George Stobart, ne? Der Fisch beim Mon Capitaine, ne? Der mit der ganzen Automatik da drauf gefeuert hat und bla bla bla. Jetzt müssen wir natürlich zurückgehen zum Trickreich. Das tut mir auch leid, aber ich möchte das nicht rausschneiden. Außerdem liebe ich die Wege. Ne? Wir hätten natürlich, wenn ich jetzt dieses dumme Rätsel schon gelöst hätte, könnten wir ein bisschen abküssen hier über das Ding, wobei man da auch, glaube ich, nicht weiß, wo man wirklich rauskommt. Insofern, ne, wir haben auch noch nicht im Knast gesessen, aber da sind ein paar Bugs. Es sind ein paar Dead Ends in diesem Spiel. Da müssen wir auch später aufpassen. Da muss ich nochmal genau gucken. Da war irgendwas, wo das Ding hängen geblieben ist. Und ich habe mir zwar für jede einzelne Folge einen einzelnen Spielspeicherplatz angelegt, aber wir müssen dann da auf jeden Fall aufpassen. Das weiß ich noch. Da erinnere ich mich dran, dass da einige Sachen waren, wo man dann nicht mehr weiterkam. Na, und insofern werden wir jetzt auf jeden Fall eine Runde Schollen spülen, mein Lieber. Wir gehen jetzt Schollen spülen. Schollen spülen. Denn das hatte ich ja total vergessen. So, ich glaube, das Schollen spülen. Der Weg rechts führt zu Wack Me. Ja, genau. Ach, was? Ja, ja, genau, wir müssen, da ist das Örtchen. So, jetzt gehen wir Schollen spielen, Freunde. Jetzt gehen wir mal sowas von Schollen spielen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir brauchen auch echt eine Scholle, ne? So, pass mal auf, hier ist unser Moment. Nein, hallo, wo ist denn unser Fisch? Da, wupp. Ah, tut mir leid, Freunde. Das ist das kleine Fenster, ne? Da gehe ich schon mal gelingen mehr drüber. So, bodenloser Beutel, flupp, flupp. So, Fisch in die Schüssel. So viel Spaß hatte ich nicht mehr, seit mein Goldfisch ertrunken ist. Ja, das könnte passieren. So, jetzt wird gespült. Los, Fischi! Das war ein Kugelfisch, das war noch ein Kugelfisch. Das war ein Kugelfisch. Oh, das war, glaube ich, eine Scholle. Okay, das war leider falsch. Hör auf mit diesen Toilettenscherzen, Mann! Nein, wir fangen... Ich weiß, du kannst es besser! Ja, 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 wir fangen ja auch gerade erst an. Das ist nur... Was ist das? Nein, nicht wieder! Oh. Besser nicht. Tut mir leid, Freunde, tut mir echt leid. Es ist hier 28 Grad drin. Ich bitte, das zu entschuldigen. Und Moment, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Was ist ein Anglerfisch. Okay, dann packen wir jetzt mal hier drin. Flumm. So, Fischschüssel. Dann spülen wir noch mal ein paar Schollen. Los, Fischi! Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir... Da ist der Rote, da ist immer der Fischi, der Gelbe. Nein! Okay, packen wir auch sofort wieder rein, gar kein Ding. Ja, wir sind ja gerade frisch angefangen, wir sind ja ganz, ganz junge Schollenspüler, ne? Ja, ja, wir sind ganz junge Schollenspüler und wir üben hier noch. Die sind da, wird am Pokern, habt ihr das gesehen? Die da, die Fische, die sind da am Pokern. Aber ja nun, los, die lachen sich wahrscheinlich über uns kaputt, ne? So, der Dicke, der Runde, ja, ja. Nein. Okay, ich weiß aber, es klickt sofort aus, dass wenn ich eine Scholle entdecke, ne, dann, das ist der, den wir mitgebracht haben, ne? Hör auf mit diesen Toilettenscherzen, Mal! Nein! Ich weiß, du kannst es besser! Ja, aber wir wollen doch gar nicht, Sobald sie bereit sind, Captain, Spülfisch, vier Wäsch nach Backbord! Okay. Okay, Mal, das ist, wir spülen jetzt, ne? Wir machen jetzt schon... Los, Fischi! Fischi, Fischi, Fischi... Die Schollen sind immer voll schnell. Ja, das ist eine. Das ist eine. Das ist der Hauptpreis. Netter Fang. Wir haben eine Scholle gespült, Freunde. Wir haben eine Scholle gespült. We got a fish. A Schollen fish. We got a fish, fish, fish. Bam, 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 bam. Wir gehen in den Wald, wir gehen in den Wald, wir machen den Wald kalt und lassen den links und den rechts liegen. Wir gehen das aber sowas von zu der Überlebenden. Ich glaube, wir haben jetzt alles richtig. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Freunde, haben wir jetzt alles richtig. So, gehen wir hier weiter zur Wiese, ne, zur Stadtmitte. Ne, und Fluffy, du bleibst schön geschmeidig da. Ne, ja, okay. Wir haben jetzt aber sowas von Schollen gespürt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir sind die größten Schollenspüler der Welt. Meine lieben Spielkinder.
Na, vorne da, still gestanden. Ne? So, jetzt gehen wir den Üblifizierer und den Niedelfizierer. Wir machen ja den Niedelfizierer. Den machen wir jetzt mal klar, Freunde. Den machen wir jetzt mal klar. Wir, weil du es jetzt nicht gesagt hattest. Ich stecke nur gerade wieder die Bauteile zurück. Bitte. Alright, so, und wir haben jetzt gerade beginnt jetzt unsere Eisscholle. Eine Scholle. Eine Scholle. Das ist aber sowas von Scholle. Machen wir jetzt. Und dann machen wir jetzt mal einen Test. Systemanalyse. Wir machen jetzt eine Systemanalyse, Freunde. War's das? Ist der Niedlifizierer wirklich fertig? Ja. 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 Exorbitant. Exorbitant. Also, seid ihr Jungs bereit? Immer. Jawohl, Sir! Ja, ja. Natürlich, Sir! Ja, ja. Wir waren noch niemals so... Bereit wozu? Na ja, in die Welt hinauszuziehen und Sachen zu niedlifizieren, natürlich. Wozu glaubt ihr, ist ein Niedlifizierer sonst da? Warum? Flags, war das wirklich so abgemacht? Ach, kann ich mich ich bin nicht mir nicht ganz sicher. Meinst du, wir haben eine Wahl? Ich schätze, die Alternative wäre, unseren Wing Commander hier das Ding steuern zu lassen. Also haben wir keine Wahl. Das ist schon okay. Vielleicht wird das ja eine dieser bedeutungsvollen Lebenserfahrungen. Hm. Ist mir jedenfalls lieber als eine dieser bedeutungslosen Todeserfahrungen. Ja, ja. Gentlemen, die Zeit ist reif, den Niedlifizierer anzuwerfen. Wirrwarr? Ja, bitte? Du hast doch hoffentlich daran gedacht, einen weiteren, viel größeren Ausgang zu bauen. Ein Hangartor. Oder etwa nicht? Naja... Meine Getreuen, kommt rein, kommt rein. Bitte, beantwortet mir nur eine einfache Frage. Jederzeit, Euer Unheiligkeit, ihr braucht nur zu... Wo sind die Flüchtlinge, die ihr verhaften solltet? Hey, das ist eine gute Frage. Ruhe, du Idiot. Wir finden sie, Sire, wir bringen sie zu euch, ist so gut wie erledigt. Wir werden in jeder Ecke nachsehen. Und sogar dazwischen. Euer Übelkeit, ich flehe euch an. Gebt uns doch diese eine Chance, euren üblen Launen zu gehorchen, euch unseren Wert zu beweisen. Gut, dann enttäuscht mich aber nicht nochmal. Denkt daran, eure elenden Belger wiederzubeleben, war nicht einfach. Das Leben aber wieder rauszuquetschen, wäre leicht. Ja, Sir! Alles wieder vernietifiziert. Hallo, hallo, hallo. Gratuliere. Eure Aktion war ein unglaublicher, riesiger Niedlifizier-Erfolg. Ja, ja. Ich erhalte Nachrichten aus ganz Niedlingen. Berichte über wunderbare Transformationen. Kaum zu glauben. Es funktioniert. Es funktioniert. Jetzt habe ich die Macht, alles zu niedlifizieren. Alles und jeden. Fröhlicher Tag! Fröhlicher Tag! Ja, genau, ist schon einer. Ich freue mich, dass wir Niedlingen helfen konnten, König Nick. Aber natürlich freue ich mich jetzt auch auf mein Zuhause. Und ich habe auch vor, dich dorthin zu schicken, sobald du deinen Teil der Abmachung erfüllt hast. Hamba! Erfüllt? Aber ich dachte, ich meine, er ist erfüllt. Die Maschine läuft wieder eins und Niedlingen ist wieder niedlich. Stimmt. Stimmt. Aber wenn ich mich nicht irre, lautete die Abmachung, die Welt niedlifizieren. Das heißt natürlich die ganze Welt, nicht nur Niedlingen. Die ganze Welt? Aber doch nicht das Trickreich. Und das Übelland, wie es abgemacht war. Warte mal, das war so abgemacht? Aber ja, ach komm schon, mal. Wir haben doch denselben süßen Traum. Dies ist unsere große Chance, der ganzen Welt Glückseligkeit zu bringen. Aber Eure Majestät, wenn die Übelierung schlecht war für die Niedlinger, was werden dann wohl die anderen von der Niedlifizierung halten? Ja, genau! Mein Gesicht hält nur etwa 5 Minuten Lächeln durch, bevor es zu Schmerzen beginnt. Oh. Also jetzt redet ihr aber Unsinn. Was kann denn wohl schlecht sein an Niedlifizierung? Sorry, Nick. Das ist einfach nicht richtig. Wir sollten alles lieber so lassen, wie es ist. Ihr scheint mich nicht zu verstehen.
Ich bitte euch nicht, es zu tun. Ich befehle es euch, als meinen treuen Untertanen. Nun wartet aber mal. Bevor du was sagst, denk mal drüber nach. Sag nein, und du steckst dir wahrscheinlich für immer fest. Willst du es denn wirklich darauf ankommen lassen? Ja. Ja. Na siehst du, ich wusste, du würdest Vernunft annehmen. Ja, natürlich, ja, ja. Ja? Ja. Was soll das heißen? Ja, ja. Ja. Es bedeutet ja. Ich werde nicht mithelfen bei diesem absolut lächerlichen Plan. Ja, genau. Das lässt er schön bleiben. Ich schätze, ich muss mir einen anderen Weg nach Hause suchen. Oh, gut. Ganz wie du willst mal. Die Welt wird trotzdem nitifiziert. Und du bist für ewige Zeiten hier gestrandet. Falsch. Die Welt wird nicht nitifiziert. Nur Flax und ich können diese Maschine fliegen. Und wir, so wie das hier, ziehen jetzt Leine. Stopp! Ihr geht nirgendwo hin. Ich befehle euch. Halt! Du? Stimmt, genau. Ich bin Fluffy Schnuckelhäschen, das beliebteste Häschen von allen. Ein Häschen mit einem großen Ziel. Das war noch nie gut. Die Niedlifizierung der Welt ist nur Phase 1. Genau jetzt baut Wirrwarr an der ultimativen Schöpfungsmaschine. Ein Gerät, das mir die Macht gibt, all die netten Sachen zu erschaffen, die ich will. Kurz gesagt, ich werde ein Gott. Macht euch keine Sorgen um den anderen König Nick. Er ist an einem sicheren Ort. Er lernt, wie man wirklich fröhlich ist, so wie ich. Und eines Tages wird auch er den ihm zustehenden Platz einnehmen. Zu meinen Füßen. Zeit zum Verpieseln. Wache! Wache! Ergreift diese Feinde von Niedlingen! Das ist nicht der König, das ist Fluffy Schnuckelhäschen, verkleidet als Nick! Ich? Ein thronräuberisches Transvestitenkaninchen? Da fällt euch doch bestimmt was Besseres ein. Er hat die Zündschlüssel der Maschine. Nehmt sie euch. Es ist Zeit, dass unsere Gäste niedlich werden. Nein! Hey, nichts passiert. Flax, wir sind in Ordnung. Hat nicht geklappt. Meine Güte mal. Du hast ja sowas von recht, mein Lieber. Aber der Flüchtling und seine Maschine sind wahrscheinlich gar nicht im Schloss. Ihr wisst doch, Nick und seine Spießgesellen sind schon niedlifiziert. Genau, wer hat überhaupt die Idee, hierher zu kommen? Also ich nicht. Ich auch nicht. Na, ich ganz bestimmt auch nicht. Doch, es war... Laute! Wir haben keine Zeit zum Streiten. Wir müssen ihr Versteck finden. Gehen wir also da entlang. Und Flax, nicht schlapp machen. Jetzt haben wir endlich eine Chance, hier rauszukommen. Oh, lass man mal. Ich fühle mich hier schon ganz wohl. Danke. Geh du mal schön allein. Der da braucht eine stärkere Dosis. Wache! Ich bin der Anführer und ich sage, wir gehen da lang. Oh, hallo auch. Kennen wir uns nicht? Hä? Das ist er. Schnappt ihn euch. Mein Plan hat funktioniert. Hurra! Du hast schon genug Scherereien gemacht, Ausbrecher. Wir bringen dich direkt zu Widerlust. Er kann noch nicht weit sein. Alarmiert die anderen. Sucht ihn! Oh! Du kannst doch die Maschine fliegen, oder? Klar kann ich das! Dann tu es!
jedenfalls nicht. Einfach alles. Zu Befehl, mein Herr. Geweckt? Oh, du, hätte ich wissen sollen. Widerlust, du! Schweig! Graf Widerlust für dich, kleiner Mann. Herr des Übellandes, Schrecken von Niedlingen und bald oberster Herrscher der Welt. Also bitte ein wenig mehr Respekt. Au! Wo? Wo bin ich? Wo? In unserem Kerker natürlich. Ich hoffe doch, die Unterbringung konveniert. Ich versuche wirklich, meinen Gästen die Unbequemlichkeit zu bieten, die sie verdienen. Ich habe einen Ruf zu verlieren, weißt du? Was willst du von mir? Wollen? Von dir? Nichts. Du hast schon genug getan, Malblock. Aber sag mal, hast du wirklich geglaubt, du stinkender Müllsack, könntest einfach in meine Welt gelatscht kommen, mal kurz mit links meine Weltherrschaftspläne ruinieren und dann abreiten zum Horizont? Böser Irrtum. Nein, 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 danke. Ich habe schon im Büro gespendet. Niedlich, nicht wahr? Sie enthält einen kleinen Cocktail, den ich selbst kreiert habe. Ganz simpel ausgedrückt könnte man ihn beschreiben als Mutagentinte. Ich will dein Mika-Gehirn nicht überlasten. Stell dir einfach vor, dass sich das Serum durch deinen Körper vorarbeitet und dabei den Malblock, den wir alle kennen und verabscheuen, in einen Ton verwandelt. Kraftlos, verletzlich und gefangen in meiner Welt auf ewig. Du wirst mir nichts von dem Zeug injizieren, Widerlust. Oh, bravo. Endlich mal hast du rundherum recht. Das werde ich nicht. Das habe ich schon. Tut mir leid, aber ich finde das alles so überaus amüsant. Oh ja, ich weiß. Ich kann so ein böser Stecher sein. Komme hier raus, Widerlust, darauf kannst du dich verlassen. Oh, mein lieber Mr. Block, da würde ich nicht darauf hoffen. Selbst wenn du es schaffst und windest dich aus deiner Spezialzelle, dann hast du noch ein ganzes Schloss voll grausamer Wachen vor dir. Du würdest einfach sterben, wenn du sie treffst. Was mögliche Wege aus dem Schloss betrifft, naja, ich garantiere, ein Sturz in die umliegenden Gewässer wäre bestimmt atemberaubend. Also, wenn ich nicht irgendetwas übersehe, etwa ein paar einziehbare Flügel auf deinem zerbrechlichen Rücken, würde ich empfehlen, du entspannst dich wie ein ganz braver Junge und lässt das Mutagen in Ruhe seine Arbeit tun. Monster. Während ich den Nidifizierer zerstöre. Was? Sag mir nur, wo er ist und ich überlasse dich völlig deiner unschönen Transformation. Ich soll dir den Standort der Maschine verraten? Also, das ist wirklich sehr amüsant. Wirklich? Dann sagst du es vielleicht lieber. Mir. Jetzt! Nimm deine Hände weg von mir. Was ist denn? Noch nie Katzenaugen gesehen? Und jetzt, Mr. Block, der Nidifizierer. Wo? Als die Maschine das Schloss von König Nick verließ, flog sie westwärts. Sie sollte jetzt an der Grenze von Niedlingen sein und geradewegs hierher kommen. Und wer steuert diese infernalische Erfindung? Mein Freund, Flax Rehwild. Oh, wie praktisch. Ich vernichte die Maschine und den lästigen Trickreicher. Alles auf einen einzigen Schlag. Ein vielversprechender Start unserer Partnerschaft, Mr. Block. Willkommen im Team. Vielen Dank, Meister. Ich werde euch gut dienen, bis ich mich davon mache.
aufsässiger Narr. Missgunst, schnell, schaut in die Zukunft. Ich muss sie kennen. Ich sehe... Ja? Ja? Sagt mir, was ihr seht. Ich sehe... Malblock bleibt für immer euer Gefangener. Ja. Es sei denn... Es sei denn, was? Er bleibt euer Gefangener, es sei denn, ein lebloser Ritter wandelt, ein toter Vogel erhebt sich in Flammen und ich selbst gehorche seinem Befehl. Unmöglich! So etwas Absurdes wird niemals passieren. Natürlich, mein Herrscher. Ja, natürlich. Trotzdem werde ich weitere Vorkehrungen treffen. Keine falschen Hoffnungen. Ich persönlich hole deinen Freund vom Himmel. Und was dich betrifft, Schlafmütze, dein Leben wird unsagbar grausam sein als mein gehorsamer Sklave. Träum was Süßes. Tja, 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 tja. Ich heiße Rüssel. Rüssel. Ich bin ein gnadenloser Verlieswärter. Ja, siehst du aus. Zeit. Und die dauert genau, lass mich mal gerade sehen, lebenslänglich. Sag mal, ist das länger oder kürzer als ewig? Kürzer. Länger? Dachte ich's mir doch. Nein. Schauen wir mal, was steht denn hier sonst noch? Fluchtgefahr. Was? Das ist doch einfach doof. Und natürlich wäre es gefährlich, wenn du versuchen würdest zu fliehen. Ich weiß nicht, wer sowas immer schreibt. Also das erste Risiko, das du eingehen müsstest, wäre der Versuch, den hier in die Finger zu bekommen. Hier raus. Du weißt schon, weil... Also, dann ein fröhliches... Klebenslänglich. Ja, genau. Ein schönes Klebenslänglich, Gefangener. Mal eben, Freunde, jetzt sitzen wir natürlich richtig in der Scheiße, ne? Klebenslänglich haben wir und da sind ganz fürchterliche Dinge passiert, ihr habt's gesehen und... Ob wir aus der Scheiße wieder rauskommen, das werden wir dann sehen. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich sag erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe wie gehabt in diesem Sinne. Ab in die Rinne, liebe Spielkind, haltet die Wacker, ciao, ciao, sagt euer Spielkind 45 und klebenslänglich. Wir haben klebenslänglich.